Ja, sorry, der letzte Film ist ein bisschen mittendrin abgebrochen. Es ging um die Filter. Alle die Screencasts finden Sie unter Screener.com, User, KDW, wie Sie es oben da sehen. Und ich wollte Ihnen jetzt weiter erklären, wie das funktioniert mit den Filtern. Gehen wir mal kurz rüber in die. So, jetzt haben wir hier einen Posteingang wieder gekriegt. Da haben wir jetzt diesen tollen Chemielink gekriegt. Und den wollen wir filtern. Wir wollen nämlich in Zukunft alle, nehmen wir Chemiefilter. In Zukunft wollen wir alle Mails, die wir von der Person bekommen und den Betreff enthält Chemie, den wollen wir dann in den Ordner Chemie verlegen. Ja. Und dazu drücken wir jetzt mal Speichern und dann ist jetzt der Filter funktional. Das Problem ist, dass er hier aber noch nicht automatisch angelegt wird. Das heißt, das erste Mal tun wir das noch händisch und zack ist er wieder in Chemie drin. Schauen wir mal, noch mehr tolle Links. Fantastisch. Vielen Dank, Christian. So, der Christian, der ist heute ganz aktiv und der schreibt unserem Sims-Menschen ganz viele Mails. Und hier noch was zu Chemie. Mehr Text. Das sendet er und dann schreibt er noch was zu und viel Mathe. Hier kommt was. Und dann schreibt er noch was links zu Bio. Werden natürlich einige kritische Geister sich überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn Christian was schreibt zu Bio und Mathe? Na, das gucken wir uns ja auch mal gleich an. Hallo, hallo. Jetzt haben wir hier noch so was Tolles, da steht Empfänger per SMS benachrichtigen. Das geht natürlich nur, wenn Sie die SMS-Nummer haben von der Person. Da können Sie Ihrer E-Mail ein bisschen Nachdruck verleihen, wenn Sie wollen, dass jemand sofort drauf eingeht. Kann auch wahnsinnig nerven natürlich. Okay, das senden wir auch mal weg und schauen mal, was so mittlerweile bei dem Christian angelaufen ist. Jetzt schaut, Posteingang ist gar nichts. Die Sachen sind nämlich direkt in die Ordner reingetan. Ich habe nämlich sowohl für Bio als auch Chemie als auch Mathe solche Filter angelegt. In Chemie, da haben wir jetzt die neue Mail zu Chemie. Sehr ordentlich und zu Mathe. Hierzu. So, Sie können sich vorstellen, dass das mit den Betreff vielleicht nicht immer das Beste ist, aber Sie können das natürlich zum Beispiel nach Personen zuordnen. Und Sie können natürlich auch andere Aktionen festlegen. Also wenn Sie, sagen Sie mal, sagen wir einfach mal, dass wir jetzt eine Mail von irgendeiner ganz besonders wichtigen Person, vielleicht von Ihrem Dozenten, dann könnten Sie die Mail in einen Prio 1 Ordner zum Beispiel sofort hineintun. Und da würden Sie dann zum Beispiel meine reinbringen und wissen, okay, immer wenn ich eine Mail kriege von jemandem sehr wichtigen, dann kommt die sofort hier hinein und Sie verpassen nie wieder eine wichtige Mail, die Ihnen einfach zwischen den ganzen vielen anderen Mails verschütt geht. So viel zum Thema Mail. Gibt natürlich noch viel mehr Sachen, aber wir fangen mal damit an und dann hoffe ich, dass Sie uns ein bisschen Rückmeldung geben und dann können wir vielleicht noch ein paar andere Sachen machen. Okay.